Ciao a tutti, sono Invincible, willkommen zurück zu Mittelerde Shadow of War. Ja, wir machen weiter und zwar haben wir hier noch einen Wegpunkt für das Gedicht. Ich muss hier ein Gedicht aufschreiben, mal schauen, wie das aussieht. Rätsel. Wenn die Sonne scheint, wahrscheinlich scheint, müssen die Schatten weichen. Sie fliehen in Furcht von der Morgenröte. Weiß ich noch nicht. Die Blume ahnten nie die Nacht, die Fackeln, Die Fackeln ahnten nie, wie schnell ihr Ende nahte. Die Nacht ahnte nie. Als der helle Herrscher flammende Fackeln herbeitrug. Die Sonne geht auf. Ja, doch marschiert sie vom Westen her. Immer fort nach Osten. Marschiert immer vor nach Osten. Aufgehen, Morgenröte, und was fehlt noch? Feuer. Die Sonne scheint, sie müssen die Schatten weichen. Sie fliehen in Furcht von der Morgenröte. Nacht. Die Feuer ahnt nie, wie schnell die Ente nahte. Als der helle Herrscher flammende Fackeln herbeiruft, die Sonne geht auf, doch. Auf geht sie vom Westen her, doch. Auf geht immer nach Osten. Irgendwas stimmt noch nicht. Das stimmt. Die Morgenröte. Nein, die Nacht. Also, da würde ich sagen, die Nacht. Dann nehme ich mal Feuer da. Oh nein. Dann nehmen wir da marschiert. Und da. Also, das ist richtig. Wenn die Sonne aufgeht, aha, müssen die Schatten weichen. Sie fliehen in Furcht vor der Morgenröte. Die Nacht scheint, aha, doch scheint sie vom Westen her. Gut, also dass es nicht aufgeht, sondern noch. Was fehlt mir? Nacht, Fackeln, Feuer, marschiert. Genau. Endlich! Mann, bin ich schlecht. Wenn die Sonne aufgeht, müssen die Schatten weichen. Sie fliehen in Furcht vor der Morgenröte. Die Nacht ahnte nie, wie schnell ihr Ende nahm. Als der helle Herrscher flammende Fackeln herbeitrug. Die Sonne geht auf, ja, doch scheint sie vom Westen her. Marschiert immerfort nach Osten, immerfort voran, hell, immerfort. Okay. Ich hab was bekommen. Was habe ich erhalten? Stufe 12 oder 13. Nein, 12. Ist alles gleich, außer. Das ist ja alles gleich. Nein, Mantel des Hellen. Okay, das sind die Hellen. Ja, okay. Gut. Wir haben hier nichts mehr verloren. Und gehen wieder zurück. Neue Aufträge jetzt verfügbar. Gut, wohin müssen wir?
Komm, wir holen uns trotzdem das da hinten. Noch ein Artefakt. Jede Stadt in Gondor hat ihre eigene Rechtsprechung, außer für die wichtigsten Fälle. Solange ich lebe, haben wir rechtliche Angelegenheiten immer in Minas Ithil geregelt. Als ich ein Mädchen war, war mein Vater oft mit Handelsstreitigkeiten und anderen Rechtsfragen beschäftigt. Dann kamen die Orks und Fragen des Gesetzes wichen Fragen des Überlebens. Okay, gehen wir hierher. Ein Hammer. Ein seltsames Symbol für Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit, wenn kein Hammer für den stolzen Nagel? Gondor stand schon einmal dem Hexenkönig gegenüber und seither führt er einen Rachefeldzug gegen Minas Ithil. Diese Münze zeigt den siegreichen Eärnur, den letzten König Gondors. Vor Generationen führte Eärnur eine Armee, die den Hexenkönig besiegte und seine Truppen nach Angmar trieb. Doch unser König wurde überheblich und der Sieg bedeutungslos. Der Hexenkönig forderte Eärnur zum Zweikampf heraus. Eärnur ritt von Minas Tirith nach Osten und wurde nie wieder gesehen. Nur eine ganze Nation kann dieses Böse besiegen. Nicht ein Mensch allein. So, wohin? Eärnur, der den Hexenkönig bekämpfte. Zweimal. Weil er die Aufgabe beim ersten Mal nicht vollendete. Die Orks sind von Ringen besessen, noch mehr als von Münzen und Schmuck von gleichem Wert. Sie entreißen sie den Gefangenen sofort und was aus ihnen wird, kann man nur vermuten. Wir finden selten Orks, die sie tatsächlich tragen. Oder wo sie das tragen. Ein schöner Ring. Wenn auch ein gewöhnlicher. Hat kaum denselben Namen verdient wie unser Ring. Tüm. Vater sagt immer, ein echtes Kriegsbanner hat zwei Aufgaben. Zu lenken und zu inspirieren. Im Chaos der Schlacht kann man sich nicht verirren, wenn man seine Flagge im Blick behält. Die Flagge unseres Volkes. Lang möge sie wehen. Sorge dich mehr um die Türme, auf denen sie weht. Amartad. So, und jetzt?
dahin. Warte! Ich rieche etwas. Gondorische Märchen sind voller Drachen, kleineren Versionen der großen Drachen, die angeblich unter der Erde ruhen. Doch hier in Mordor habe ich sie mit eigenen Augen gesehen, aber aus sicherer Entfernung. Und sie sind ganz anders als in den Märchenbüchern. Sie sind tödliche Jäger der Lüfte, räuberisch und grausam, geschickt darin, ihre Beute zu quälen, bevor sie sie fressen. Diese Schuppe von einem Drachenkadaver in einer Graukühle gibt eine Vorstellung von ihrer Größe und davon, wie stark sie sind, um dieses Gewicht durch die Luft zu tragen. Komm, ich hol mir den da. Die Schuppe eines Jungdrachen oder die eines ausgewachsenen Exemplars? Sicher noch ein Jungdrache. Ausgewachsen hüten sie ihre Schuppen. Schleicht hier jemand herum? Da! Der rote Pfeil ist eines von Gondors wichtigsten Symbolen. Doch nur wenige wissen, wofür er steht. Sind wir in äußerster Not, können wir den Pfeil den Menschen Rohans überreichen, die durch einen uralten Pakt dazu verpflichtet sind, uns zur Hilfe zu reiten. Wir hätten ihn zu Beginn der Belagerung einsetzen sollen, doch die Orks umzingelten uns so schnell und Rohan ist so weit entfernt. Wieso nicht? Ich frage mich, ob die Menschen Rohans diesen Pfeil würdigen würden. Schwer zu sagen. Menschen haben ein kurzes Gedächtnis. In Krisen ein noch kürzeres. Ich frage mich, ob die Elben so schmucklose Dinge haben wie wir. Selbst ihre einfachen Gefäße scheinen ungewöhnlich fein. Dieses Artefakt gehörte zu einem Gedeck, das uns vor Jahrhunderten geschenkt wurde. Die anderen Teile zerbrachen, als eines von Mordors vielen Erdbeben sie aus dem Regal warf. Ich wünschte, meine Vorfahren hätten die Scherben aufbewahrt. Ich würde sie gern zusammensetzen. Elbendinge verdienen es, bestehen zu bleiben. Wir haben jetzt alles, jetzt geht's zum Wegpunkt. Gut, wir machen weiter mit... Der Hexenkönig wird versuchen, uns zu schwächen. Er wird versuchen, uns rauszulocken. Mit Würde, nicht wie die Gelage der Orks. Oder Menschen. So, wir machen weiter mit der Hauptmission. Die Uruks haben einen Boten geschickt. Wir können den Mündern Saurons nicht trauen. Wir machen jetzt die Arena. Die Orks, es werden immer und immer mehr. Sie bereiten einen neuen Angriff vor. Dein Vater ist seit der letzten Schlacht verschwunden. Ich werde nach ihm suchen lassen.
Welch Teufelswerk ist das? Der Hexenkönig ist gekommen, um mit uns zu verhandeln. Die Klinge meines Vaters! Eine Orks haben euren General. Schickt mir den Waldläufer vom Schwarzen Tor. Möge er durch die Hand meines Champions sterben. Im Gegenzug bleibt euer Anführer verschont. Weigert ihr euch, wird alles Lebende leiden. Ich komme gegen dir, Talion von Gondor. Du musst verstehen, dass die Uruks keinerlei Gnade kennen, dass mein Vater längst tot sein könnte. Ignoriert ihren Spott. Wir dürfen nicht zulassen. Die Uruks lieben das Spektakel. Wir ziehen alle Blicke auf die Arena. Dann schleichen wir in ihr Lager und suchen meinen Vater. Kann ich das von dir verlangen? Sie werden ihr Spektakel bekommen. Töte ihn nur nicht zu schnell. Okay, nicht zu schnell töten. Sie scheinen viel von ihrem Champion zu halten. Und eins ist sicher, von der Größe her ist er im Vorteil. Das stimmt. Aber wir sind in der Überzahl. Deine Stadt wird brennen. Die Plage der Menschheit wird ausgebrannt werden. Die dunkle Flamme spricht Zeit für einen Abflug. Macht euch bereit, Feigling! Bereit, hochgejagt zu werden! Die dunkle Flamme spricht! Lasst das Gehirn, macht euch bereit! Maul auf, Nordmensch! Zeit für einen Abflug! Lass das Gehirn! Ich kehre zur dunklen Flamme zurück. Doch sie verzehrt alles. Sie wird dich verschlingen, ebenso wie deine Stadt. Geh, halt! Übermut ist eine Schwäche. Stumm und dumm. Ich werde dich geißeln, Feigling. Bereit, hochgejagt zu werden. Du hast gut gekämpft. Zu gut. Idril braucht mehr Zeit. Soll ich für sie tanzen? Nun, wenn du es so nennen willst. Ich kam in diese Arena, um gegen Saurons Recken anzutreten! Ich warte immer noch! Die Menge!
Mir ist außer sich vor Aufregung. So geht es mir auch. Ich bin außer mir, aber aus allerhand anderen Gründen. Das wird wirklich großartig. Zugor. Ja! Was ist das? Ich trug doch das Ding. Egal wie viel Zeit du unter ihnen verbringst, du bist nicht länger einer der ihren. Dieses Leben ist Vergangenheit. Erneut versuchen. Da stimmt doch was nicht. Ich trug, was kommt nicht. Du hast den bösen Uruk erlegt. Haha, falsch gedacht. Heftig. Come on!
jeder Ecke dieser Stadt wird deine Schreie nach Gnade hören. Der Jubel aller Orks in Mordor kann sie nicht übertönen. Was war das denn? Okay, das können wir machen. Erzfeind. Der beste Kämpfer ist, den die Stadt zu bieten hat, geht es ihnen schlechter als ich dachte. Noruk. Also, Bestien anfällig für Gift und Schleichangriffe. Okay, Bestien. Komm jetzt, ich will dich. Du Mörder! Es scheint lange her zu sein, als wir in Udun kämpften. Und jetzt stehst du vor mir in dieser Arena, umgeben von Feinden. Wieso? Um zu zeigen, wie tapfer du kämpfst? Nein, du zeigst nur, wie schnell du stirbst. Zum Absteigen. Shit.
Du kannst mich töten, doch die Stadt rettest du nicht. Sei dir dessen gewiss. Daneben! Genug gespielt, jetzt wird's gefahren! Was hat dir zugesetzt? Auf ihn! Ich mich nicht! Okay, bin doch noch nicht fertig. Ich habe meinen Teil der Vereinbarung erfüllt! Und euer Champion hat es auch getan! Für den Kampf gegen diesen erbärmlichen Feind versprach der dunkle Herr Gnade! Richtet euren Blick nun auf den hellen Herrscher! Ich zeige keine Gnade! Lauft! Lauft! Lauft zu eurem Meister und richtet ihm dies aus! Ich komme ihn holen! Die Arena abgeschlossen. Yep. Hoffen wir, dass Idril ihren Vater gefunden hat. Der Palantir ist das Einzige, was zählt. Er darf dem Hexenkönig nicht in die Hände fallen. Okay. Wir müssen hierher. Und hier wieder ein Rätsel. In den Lande Mordor, wo die verdammen, die Schatten drohen. Wo die Schatten drohen, halten wir unser Banner hoch. Stiefel wie Zorn, Takt. Stiefel wie Zorn. Nein, Takt. Geben uns unsere schnellen. Das ist doch Takt. Stiefel wie Trommeln. Geben uns unseren schnellen Takt. Unser Gemüt ist finster. Denn wer in diesem Dunkeln von Träumen heimgesuchten verdammen Land, wagt es der rechtschaffenen Flamme des Zorns zu widerstehen und sich selbst zu Verzweiflung und Tod zu verdammen. Boah, super. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen, halten wir unsere Banner hoch. Stiefel wie Trommeln geben uns unseren schnellen Takt. Unser Gemüt ist finster. Denn wer in diesem dunklen, von Träumen heimgesuchten Land wagt es, der rechtschaffenen Flamme des Zorns zu widerstehen und sich selbst zu Verzweiflung und Tod zu verdammen? Cool. Also, was habe ich erhalten? Du hast mal einen Fähigkeitspunkt. Was ist das da eigentlich? Kann ich das? Wird durch Spielen der Story freigeschaltet. Schade. Was ist das? Verbesserung.
Komm, ich nehme den da. Und Inventar, wir haben doch bessere. Genau, wir haben was Legendäres da. Das ist selten, das ist legendär. Ah, cool, das ist auch hell. Wie sieht das überhaupt aus? Ja, okay. Wir gehen da. Hin. Idril wird nicht zulassen, dass die Uruks ihren Vater behalten. Nein, sie ist eine Kriegerin und wird tun, was nötig ist. Idril wird nicht warten, während die Uruks ihren Vater gefangen halten. Ihre Jugend ist ihre Stärke und ihre Schwäche. Komm ich da überhaupt durch? Nein, Federn für Pfeile. Aber das Fleisch lasse ich auch nicht bekommen. So, vor Sonnenaufgang. Das machen wir aber im nächsten Video. Invincible out. Und vergesst nicht zu abonnieren und like das Video.